Wenn du im Internet Kunden gewinnen willst, dann kannst du das natürlich über eine Webseite machen und über die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Aber ein wichtiges, elementares Kernstück deines Online-Marketing-Systems sollte auch ein Newsletter-System sein. Und ich zeige dir in diesem Video, was die wichtigsten 7 bis 8 Schritte sein werden, damit du effektiv und effizient arbeitest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe selbst eine ganze Reihe von Unternehmen gegründet. Und ganz am Anfang meiner ersten Selbstständigkeit hatte ich noch nicht mal eine eigene Webseite. Die Zeiten haben sich komplett verändert und heute ist es normal, dass nicht nur eine Webseite da ist, dass nicht nur Social-Media-Auftritte vorhanden sind, dass eigene Kanäle vorhanden sind, sondern dass auch viele Landing-Pages vorhanden sind und hinter den Landing-Page, wenn dann aus dem Traffic tatsächlich Leads wären, steht noch ein CRM-System, also ein Customer Relationship Management System. Und darauf angebaut und darauf angedockt gibt es dann ein Newsletter-System. Dieses Newsletter-System stellt sicher, dass sowohl deine Interessenten, die sich noch nicht für dein Produkt entschieden haben, als auch deine Kunden mit dir in Kontakt stehen und auch bedarfsgerecht situativ angepasste Informationen bekommen, damit sie entweder Kunde werden oder Kunde bleiben. Der erste Schritt deines Newsletter-Systems ist es, dass du dir genau Gedanken machst, wie du diese Kontakte überhaupt generierst. Bedeutet also, hast du ein Formular auf deiner Startseite, hast du ein Pop-up oder hast du auf deiner Landingpage eine Sidebar, wo du die integrierst? Und vor allen Dingen, wo willst du dann die entsprechenden Kontakte auch ablegen? Gibt es eine zentralisierte Datenbank? Und hat diese Datenbank auch die Funktion in der Zusammenarbeit mit dem Formular, dass gleich über ein Double Opt-in auch datenschutzkonform die Einwilligung für die Versendung der Newsletters auch erhalten wird. Und wenn du dein Formular zur Anmeldung für deinen Newsletter erstellst, hast du eine wichtige Frage zu beantworten. Denn auf der einen Seite möchtest du gleich am Anfang so viel wie möglich Informationen haben, die du in der Regel mit Tags, also kleinen Etiketten, auch kennzeichnest. Woran dieser Lead, woran dieser Interessent überhaupt Interesse hat. Auf der anderen Seite ist es aber so, je mehr Informationen du abfragst, desto niedriger ist die Konversionsquote. Das heißt, du darfst selbst herausfinden, was ist die absolute minimale Anzahl von Informationen, die du in deinem Anmeldeformular abfragst, damit möglichst viele Menschen sich eintragen. Und dann wirst du im Laufe deiner Kampagnen immer mehr Informationen generieren. Du hast auch die Möglichkeit, über gezielte Landingpage, über gezielte Kampagnen mit Teaser-Angeboten, mit Geschenkangeboten auch die Bereitschaft deiner Leads, die auf deiner Webseite unterwegs sind, zu erhöhen, sich in dein System einzutragen. Der zweite wichtige Schritt beim Aufbau deines persönlichen Newsletter-Erfolgssystems ist es zu unterscheiden, also Segmente einzufügen. Und hier gilt das Prinzip, je mehr Unterteilung du machst, desto genauer kannst du angemessene, angepasste Angebote machen. Wenn du beispielsweise also nur ein großes Angebot, eine große Information an alle schickst, dann wirst du eine Reihe von Lesern, von Newsletter-Abonnenten verlieren. Wenn du aber ganz genau weißt, wer ist Interessent und wer ist Kunde, wer ist Mann, wer ist Frau oder vielleicht regional nach den Bundesländern gezielte Angebote oder Informationen verteilst, wirst du umso genauer entsprechend auch die Menschen erreichen. Und sie bleiben nicht nur in deinem Newsletter-System, also melden sich nicht ab, sondern die Wahrscheinlichkeit ist auch größer, dass sie konvertieren. Sprich, also dir einen Auftrag erteilen oder ein Produkt oder eine Dienstleistung ordern. Der dritte Baustein deines Newsletter-Systems sind die Vorlagen, auch englisch genannt die Templates. Hier gilt es, eine ganze Reihe von wichtigen Details, auch technische Details, psychologische Details zu betrachten. Was genau sind nun Templates? Das sind keine Word-Dokumente oder Textdateien, sondern es sind programmierte technische Vorlagen, die grafisch und auch technisch optimiert sind. Die sind vom Design her deinem Corporate Design auch angepasst. Also dein Logo, der Footer, die Signatur, alles ist professionell aufgebaut, abgebildet und im besten Fall deiner Website und deinem gesamten Unternehmensauftritt sehr, sehr ähnlich. Deckungsgleich ist hier das Ziel. Allerdings hat sich sowohl technisch etwas verändert in den letzten Jahren als auch vom Userverhalten. Immer weniger Menschen lesen deine Newsletter auf dem PC oder Laptop, immer mehr lesen es mobil. Das bedeutet also, du brauchst auch Templates, die responsive sind. Sprich also, die intelligent erforschen, welches Display, welches Handy, welches technische Endgerät dein User hat. Und dann wird der Newsletter dynamisch diesem Display angepasst.
Aber bitte denke daran, dass sich dein User, dein Leser, deiner Abos in einem Zustand des Informations-Overloads befindet. Er hat also eine schiere Masse an Informationen und deshalb wenig Zeit für dein Newsletter. Deshalb sollte dein Newsletter immer enthalten ein Call to Act und der sollte auch relativ weit oben sein. Und oberhalb des Call to Acts sollte ein Pre-Header sein. Das heißt, du hast deine Betreffzeile, die sollte neugierig machende, werbende Aussagen und Imperative enthalten. Und direkt darunter, bevor dann die Zeile kommt, klicken Sie hier, wenn Sie diesen Newsletter nicht lesen können, um diesen Newsletter oder Browser-Newsletter-Fenster zu betrachten. Da sollte noch ein Pre-Header sein, der nochmal deine Botschaft als Subtitle, also als Untertitel, nochmal klar abbildet und so neugierig macht, dass der Leser draufklickt und den gesamten Newsletter auch öffnet. Der vierte Aspekt deines Newsletter-Systems sollte der Content sein. Und hier gibt es inzwischen ein Stichwort, was auch von den Suchmaschinen klar überprüft wird. Bietet dein Content einen echten Mehrwert? Ist er wirklich nutzenbringend? Ist er interessant für deine Zielgruppe? Sprich also für deine Leads oder für deine Kunden. Es ist entscheidend, wer hier schon bei der Segmentierung unterteilt wird und es ist entscheidend, wer welche Informationen bekommt. Mache dir also genaue Gedanken darüber, wie du im Laufe eines Jahres deinen Content produzierst. Im günstigsten Fall hast du in Abhängigkeit von deiner Zielgruppenanalyse die entsprechenden Keywords, die entsprechenden Leidensdruckthemen, die entsprechenden Intentionen analysiert und hast einen Redaktionsplan aufgebaut über die 12 Monate des Jahres. Und diese Inhalte sollten natürlich auch abwechslungsreich in deinem Newsletter-System auch den Einzug finden, damit sie deine Gesamtkampagne, die du auf deiner Webseite fährst, in deinem Blog fährst, in deinen Social-Media-Kanälen auch fährst, insgesamt ergänzt und dem User, dem Lead oder dem Kunden es leichter machst zu konvertieren. Sprich also, sich für ein konkretes Angebot zu entscheiden. Beim fünften Schritt geht es darum, Zug um Zug von deinem Kunden, von deinem Leser immer mehr Informationen zu bekommen. Dazu gehört natürlich am besten auch der vollständige Name, sodass du ein Newsletter personalisiert abbilden kannst. Aber vielleicht findest du auch den Geburtstag heraus oder andere wichtige Stichtage, Gründungstage, Stiftungstage, sodass du dann an diesen Tagen auch spezielle Kampagnen starten kannst. Aber denke daran, dass nicht nur die Anrede, die personalisierte Anrede entscheidend ist für den Aufbau des Newsletters und damit auch für die Klickrate, das heißt, wie viel von 100 Lesern lesen tatsächlich, öffnen tatsächlich dein Newsletter, sondern auch der Absender entscheidend ist. Wer also ist die beste Person, die geeignet ist, in deinem Unternehmen hohes Maß an Vertrauen aufzubringen, sodass der Absendename, der ja auch in dem entsprechenden E-Mail-Postfach angezeigt wird, deinen Leser dazu veranlasst, auch raufzuklicken, weil er sagt, den kenne ich, den vertraue ich, das muss ich lesen, diese Person hat was zu sagen, das wird sicherlich spannend. Beim sechsten Schritt geht es darum, dein Newsletter zu testen. Denn du kennst deine Zielgruppe vielleicht noch nicht ganz genau, weißt nicht, wann die am liebsten und dann am häufigsten dein Newsletter überhaupt öffnen. Was du auch nicht weißt, ist der Rhythmus. Schickst du ihn alle 2 Monate, einmal im Monat, alle 14 Tage, jede Woche, zweimal in der Woche, und dann am Wochenbeginn, Wochenmitte oder Wochenmitte und Wochenende, alles das gilt es herauszufinden, all das gilt es zu testen. Beim siebten Punkt geht es darum, wie auch bei einer guten Webseite, wie bei einer guten Landingpage, die erstmal ins Netz gestellt wird, dass sie danach analysiert und stetig verbessert wird. Das gilt auch für dein Newsletter-System. Du brauchst also dann Tools, du brauchst dann eine gute Software, die genau zeigt, wie hoch ist die Öffnungsrate, wie hoch ist die Bounce Rate, wie schnell wird überhaupt abgesprungen, wo wird abgesprungen, wird geöffnet, wird nicht geöffnet und wie hoch ist die Abmelderate nach der Versendung eines Newsletters. Und während du immer weiter deine Newsletter analysierst und optimierst, versuchst du auf der anderen Seite auch mit guten Tools dein System zu automatisieren. Denk dran, dass du vielleicht irgendwann 100.000, 10.000 oder 100.000 Abonnenten hast. Und die sind wiederum aufgeteilt in ganz unterschiedliche Segmente mit unterschiedlichen Interessen. Davon ist die eine Hälfte vielleicht doch gar nicht Kunde, sondern nur ein Lead, der qualifiziert worden ist. Und die andere Hälfte sind Kunde, Bestandskunden, Stammkunden. Und diese wollen unterschiedlich informiert werden. Und da macht es Sinn, ein Automatisierungssystem einzuführen, das wiederum nur dann funktioniert, wenn du von Anfang an auch Kategorien, also Tags, auch entsprechend einsammelst und zuordnest. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein eigenes Newsletter-System aufzubauen, den Content aufzubauen, die entsprechende Marketingwelt auch aufzubauen, auf der Website, auf der Landingpage, in den Social-Media-Kanälen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch.
Denn unsere Berater bestehen nicht nur aus Unternehmensberatern, Rechtsanwälten, auch Steuerberatern, sondern auch aus Marketing-Experten. Und die können dich dabei unterstützen, von der ersten strategischen, konzeptionellen Positionierung bis hin zur Konzepterstellung eines Content, eines Redaktions-, Jahresplans, bis hin zur Umsetzung und Einrichtung solcher automatisierten Newsletter-Systeme. Gerne kannst du also über den Link unterhalb des Videos oder über unsere Webseite jetzt ein Erstgespräch vereinbaren. Und gerne lade ich dich ein, das Video jetzt zu liken, uns weiter zu empfehlen und vor allen Dingen den Kanal zu abonnieren, dann wirst du weiterhin über solche gute Filme auch informiert. Dein Daniel Schäfer.